Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Train Fever. 1988, wir gehen auf 1989 zu und auf 1990. Und wir haben nur noch eine Stadt, rein theoretisch, die wir verbinden müssten. So, hier hatten wir beim letzten Mal so eine Hochgeschwindigkeitsstrecke gebaut, bei der allerdings gerade mal 200 km/h erreicht werden, aber das reicht auch. Erstmal, finde ich. Ist natürlich die Frage, ob wir noch vielleicht irgendwas anderes per Hochgeschwindigkeit verbinden. Wir könnten, rein theoretisch kann man jetzt von jeder Stadt jede Stadt erreichen. Ich habe gerade geladen, man sieht, es ruckelt wieder. Aber das ist gleich weg. Es wird aber auch immer stärker, desto mehr man hier in Bewegung hat. So, hier fahren wir mit diesen kleinen Regionalbahnen. Die sind natürlich wirklich sehr langsam. Und was kommt jetzt? Oh. Okay, der E450, Doppelstockwagen. Cool. Kenne ich gar nicht. Und ein längerer Bus. Okay. Gerade noch vorgesprochen. Jetzt wäre es ja vielleicht mal überlegenswert. Wir fahren mal hier so ein bisschen hoch, wo nicht so viel Geklimper ist. In dem Wald, das ist schön ruhig. So. Angenommen, wir würden diesen hier ersetzen. Was, der hat seine Lebensdauer schon erreicht? Das ist aber interessant. So. Wie sieht denn das aus? Achso, das zählt einfach als normaler Waggon. 33 Passagiere, das ist cool. Und des Weiteren ist das dann hier ein so ein kompletter Zug mit 99 Passagieren, 130 km/h. Mal gucken im Vergleich zu dem, was hat er denn Leistung? 3200 und 240. Ladegeschwindigkeit ist noch mal um einiges höher. Da sind 64 drin, da sind 99 drin. Ja. Ich würde sagen, den würden wir gegen den mal ersetzen. Bei Gelegenheit. So, und hier, was heißt das denn hier? 4-2. Ich glaube, das heißt, dass wir da ja einen doppelten mit 128 im Einsatz haben. So, das stellen wir dann auch mal um. Da würden wir dann Folgendes machen. Denn den nehmen mit 99 und noch einen Doppelstockwagen hinzufügen. Der packt den einfach dahinter. Das sieht aber doof aus. Ich würde den gerne dazwischen haben. Naja. Auch nicht so schlimm. So. Und das machen wir jetzt mal hier auf jeder Linie von denen. Pendelzug. Jo. Passt doch. Hier. Der wird dann ein bisschen schneller beschleunigen, denke ich mal. Mal gespannt, wann die ersten ersetzt werden. Das ist so ein kleiner Balken, den kriege ich gar nicht gepackt. Da kann ich besser aber mit dem Mausrad arbeiten. So. Noch ein Doppelstockwagen hinzu.
So, damit haben wir alle, ne? Ja, damit dürften wir alle haben. So. Und sonst noch irgendwas Interessantes? Also hier meckert er, die wären schon zu alt. Das ist sehr gut möglich, weil, wie wir sehen, haben wir keinen automatischen Wechsel mehr drin. Das ist jetzt 10 Anhänger Kohle. Und warum? Weil es sie nicht mehr gibt. Oh. Dann müssen wir auf irgendwie sowas zurückgreifen erstmal. Und dann Kohle. Das sind mal Getreide. Das ist Stahl alles. Holz. Hier wird jede Menge ersetzt, aber Kohle ist immer noch der alte kleine Gammelwagen. Nee, da. Ah, doch, wir haben da doch neue. 10. Wie viel passt denn da rein? 80. Das wären 130 bei 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wo ist es überhaupt? Da. Haben wir jetzt 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wären 80. 80, 100, etwas über 100. Ja, alles gut. Ne, bei 100% bitte ersetzen. So, und hier müssen wir jetzt wieder aufpassen. Das ist jetzt wieder Stahl. So, der kriegt derzeit 72 geladen. Und dann müssen wir mal gucken, wie die Produktion denn jetzt schon wieder läuft. Oh ja. Oh, es wird sogar derzeit sogar noch reichen, aber machen das mal folgendermaßen. Dann wir auch den hier. Eisenerz. Nee, Eisenerz ist falsch. Das ist Güter. So, das war der Stahl, das ist der neue Stahl, das ist der neueste Stahl. So. 72. Das heißt 4, 22, 44, 66, 88. Wird auch noch nicht sofort ersetzt. So, das sind Waren. Da nehmen wir. Hier passen. Ach nee, ich würde sagen, da passen sogar Passagiere rein. Nein, natürlich nicht. Dann nehmen wir den. Und Güterwaggon. Da haben wir die gleichen 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Bei 25%. Nein, bei 100%. Der soll nur die ersetzen, die jetzt auch wirklich ersetzt werden müssen. 2 hat er ja gerade angemeckert. So, hier der gleiche Spaß. 1, 2, 3, 4. So, da auch 4. Schade, dass es den Zug schon nicht mehr gibt. Das ging echt schnell. Fand ich eigentlich ziemlich gut. 4 ersetzen bei 100%. Und da auch nochmal. Den und 1, 2, 3, 4 bei 100%. Wohl, soll ich die auf 25 setzen? Wir haben so viel Kohle. Ich setze sie auf 25%. Dann werden sie wenigstens gleich mal ersetzt. LKW bäckerte auch schon an.
25, 25, 25 und der steht auf 100, den stellen wir auch auf 25. Und so, da wurde einer ersetzt bis jetzt. Na toll. Das heißt, der ist auf jeden Fall richtig. Ich gehe jetzt nochmal, ah, da wurden beide ersetzt, die Kohle. Okay. Das Gute ist, wir haben natürlich jetzt auch eine erhöhte Geschwindigkeit. Im Vergleich zu vorher. Die waren ja doch ein bisschen langsamer. So, da wurde auch schon einer ersetzt, da wurde auch einer ersetzt. Die sind jetzt beide ersetzt worden. Gehen wir doch mal gucken. Fahren wir mal diesen Waren hinterher. Zehn. Ja, wir hatten vorher nur 80. Dadurch haben wir natürlich den Takt auch um einiges verbessert. Hier geht es durch diesen Tunnel jetzt in eine scharfe Linkskurve. Hier müssen wir ein bisschen abbremsen. Und da stehen wir im Stau. Können wir schon weiterfahren. Und da kommen die Waren oben an. Schön. Schön, schön. Sind alle ersetzt mittlerweile? Nein. Warum bist du noch nicht ersetzt worden? Güter 1, wow. Das ist ja hervorragend. So, dem möchte ich nicht weiter folgen. So, hier ist noch gar keiner ersetzt worden bei Stahl. Da sind die vorher erst ersetzt worden wahrscheinlich. Ja, die werden schon noch ersetzt. Da mache ich mir keine Sorgen. So, hier sind mittlerweile alle ersetzt. Wunderbar. Warte auf freie Wege. Ja, es ist, weil der da hinten kommt. Das ist aber okay, das ist der Rückweg. Kann ruhig ein bisschen Stau entstehen. So, du fährst jetzt raus. Und du fährst jetzt rein. Sehr schön. So, warum hat er vorhin LKWs angemeckert? Das kann eigentlich gar nicht sein. Warum brauchen die so lange? Der steht so komisch hier, ne? Da stimmt wieder was nicht. Der hängt hier wieder fest. Na, hier hängt wieder irgendwo an, unsichtbarer. Glaube ich. 6%. 15%. So, der ist es nicht. Der ist es. Du fahr mal bitte ins Depot. So. Der wurde ersetzt. Fahrt mal ins Labor. Ins Depot. Also, ihr müsst nochmal, die muss ich mal neu zuordnen. LKW-Warenhof, da Ding.
gerade das irgendwie nicht geschafft, sich vernünftig hier hinzustellen. So, jetzt schaffen sie es wieder. Sehr gut. Und es kommen auch direkt wieder Waren an. Also der Warenausstoß ist hier schon krass. Aha, da wurde er auch ersetzt. Sehr schön. Ja, ich hätte eigentlich, fällt mir gerade ein, ist zwar jetzt nicht das Praktischste, aber hier bei Waren. Haben wir den denn? Werde ich den nehmen sollen hier, ne? Sind zwar passt nur 20 drauf. Ach, passt genauso viel drauf. Ja, dann machen wir das doch. 1, 2, 3, 4. Ladegeschwindigkeit zweifach und der hier einfach. Ah, guck mal, die sind sogar besser. Jetzt sind die natürlich gerade alle ausgetauscht worden. Genau, den hatte ich auch ausgewählt. Weil das sind Autotransportanhänger. Und da wir Autos produzieren, sieht das ja auch nicht ganz nett aus dann, wenn wir da hinten Autos drauf haben. Denke ich mir mal. So. Dann nehmen wir dann die. Und hier machen wir mal gemixt. Eins, zwei, drei, vier. So, das sind unsere einzigen Warenzüge, ne? Ja. Die sind noch nicht ausgetauscht. Das ist ja doof. Da haben wir, glaube ich, gerade den Zyklus verpasst dann anscheinend. Ist auch noch wirklich noch keiner getauscht worden. Ja gut, dann wird das vielleicht nächste Runde passieren. Wir werden sehen. So, Busse machen hier echt überhaupt keinen Gewinn. Das ist total bescheuert. Straßenbahn läuft großartig. Hier haben wir noch keine automatischen Ersatz drin. Ganz einfach auf 100%. Vorher brauchen wir da nichts ersetzen. So. Damit haben wir überall automatische Ersatz drin. Und ich wollte trotzdem nochmal, wir hatten doch noch. Nicht beim Bus. Ach doch, Moment, hatten wir nicht einen neuen Bus? Sicher. Aber rein theoretisch brauchen wir den nicht, obwohl dann Leute schneller ein- und aussteigen. Ja komm. Dann ersetzen wir die auch noch eben. Dadurch verbessern wir unseren Takt nochmal wieder. Und haben auch noch mehr Platz. Oh. Mehr Platz für die Leute, das war jetzt falsch. Ich glaube, die letzten beiden müssen wir noch. Jawohl. Sehr schön. Dann haben wir die auch ersetzt. LKWs haben wir schon, die neuesten. Und hier sind die ersten getauscht worden. Da gönnen wir uns doch mal zum Abschluss
Eine kleine Mitfahrt. Hat er den wirklich ganz hinten dran gehangen? Ach so, der hat den. Ja, hier haben wir sowieso den kürzeren. Oder? Ne, der hängt da hinten dran. Oh, fällt aber gar nicht auf. Der Pendelzug. An- und aussteigen. Und dann fahren wir wieder hoch. Und mit den Bildern verabschiede ich mich und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Train Fever. Bis dann. Oh, da kommt gerade noch was Neues rein. Ah, und wieder ein neuer Bus. Na toll. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.